schmeckt sie, und Schwäne schmeckt, wenn ich aller Leben schmeckt. Ich borste sie, und Schwäne schmeckt, ich borste sie, und Schwäne schmeckt. Herzlich willkommen allerseits. Wir sind heute der warmen Jahreszeit vorausgeeilt. Und fühlen uns sauwohl in den Tropical Islands. Auf die Schweine kommen wir gleich zurück. Die ja bekanntlich Glück bringen. Und das wünschen wir Ihnen für das neue Jahr. Was haben wir sonst noch zu bieten? Die wohl letzten Wackeldackel. Einen Blindschachspieler. Sachsen in Bayern. Eine schöne Stimme. Und eben die Schweine. Johnny Zeutz aus Weißenborn hat in Europa die meisten. Es handelt sich allerdings nicht um lebendige Schweine, es sind Sparschweine. Ich begrüße Johnny Zeutz, der sie gesammelt hat. Hallo. Hallo. Wie viel sind es genau? 2143, jetzt auf dem heutigen Stand. Womit haben Sie mal angefangen? Da könnten wir ja gleich mal einen Schritt hier vorgehen. Ja. Da habe ich so ein Fach eingerichtet, wo es 1987 losging. Ja. Das Exemplar in der Mitte, das war damals das allererste. Was rechts daneben steht, das zweite. Dann kommt irgendwann die Idee, Mensch, habe ich mir gedacht, das wäre doch mal was zu sammeln. Ja. Jeder sammelt irgendwas anders irgendwie. Ja, und dann ist es geboren, dass es mir mal so eine Ausmaße annimmt, hätte ich damals so nicht gedacht. Frank Breuer aus Leipzig hat zufällig entdeckt, dass es in Bayern drei Orte mit dem Namen Sachsen gibt. Wenn wir dort einmal vorbeifahren, schreibt er, sollen wir fragen, wie sie dazu gekommen sind. Aus Zeitgründen fahren wir mit dem Ballon. Ja, Menschenskinder, das haben wir nicht gewusst. Wir Ursachsen, dass es drei Orte gibt in Bayern mit dem Namen Sachsen. Der größte ist Ihr Sachsen. Über die Größe weiß ich nicht so genau Bescheid. Da haben Sie sich wahrscheinlich im Vorfeld schon mehr erkundigt. Aber unser Ort geht ja zurück auf 1406 schon. Da war es eine Außenstelle von Nürnberg hier. Mhm. Und es wurden dann im 8. 9. Jahrhundert dann, wurden hier Sachsen angesiedelt. Überall sind Sachsen auf der ganzen Welt. Überall sind Sachsen. Wie viele Einwohner hat denn der Sachsen? Wir haben ca. 3.200 und 50. Und sind Stadt? Nein, wir sind Gemeinde. Gemeinde? Wir sind Gemeinde in Sachsen hier, ja. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Sehenswürdig. Jetzt kommen ja die Sachsen und besuchen Sie. Ja, da kann ich Ihnen jetzt mal empfehlen, Sie sehen hier unsere schöne, wunderbare Kirche. Ja. Fast ein Fingerzeig Gottes, dann sehen Sie ja den spitzen Kirchturm. Der ist jetzt heuer genau 550 Jahre alt geworden. Und worauf ich ganz stolz bin, ist unser neues Baugebiet mit einem möglichst freizügigen Baustil. Glauben Sie so an ein Comeback des Wackeldackels? Nein, eigentlich nicht. Nein? Das sind so ein paar wenige Verrückte, Ewig-Gestrige wie ich, die alles aus den 50er Jahren mögen. Aber sonst kommt es kein Comeback. Aber wir haben ja recherchiert, also es gibt noch eine Firma, die die herstellen. Tatsächlich? Ja, und wir wollen auch einige verschenken und sind mal gespannt, wie die Leute reagieren. Und weil ja alle guten Dinge drei sind, haben wir uns überlegt, schenken wir Ihnen heute auch ein. Nein! Genau. Ach, da freue ich mich. Ja. Schön, der kommt denn auch noch rein. Richtig, und dann wünschen wir Ihnen immer allzeit gute Fahrt. Dankeschön, Frau Wolfram. Ja. Industriekletterer nennen sich diese waghalsigen jungen Männer, ist klar. Schwindelfrei muss man sein, aber was braucht man denn noch für diesen außergewöhnlichen Beruf? Ruhig sollte man einfach sein. Also noch nicht irgendwie hektisch, sondern
alles in Ruhe machen und sich nochmal absichern, auch nochmal gucken, ob alles so stimmt. Also man hat auch diese Partnersicherung, dass der, dass man immer zum Partner sagt, guck mal hier, weil man durch die Routine manchmal Fehler macht. Und das darf halt nicht passieren. Das sollte man auch haben, ja. Aber es ist eher eine Routine. Also an Höhe gewöhnt sich jeder. Was genau macht ihr eigentlich? Wir arbeiten in vielen Bereichen. Also eigentlich heißt es, man kann sagen, überall dort, wo man keinen Kran aufstellen kann, weil es zu hoch ist oder weil kein Kran stehen kann, dort gibt es uns. Wir seilen uns dann an mit unseren Gerätschaften, mit der Klettertechnik. Und dann geht es dann runter und wir montieren was, alles, was zu machen ist. Wenn ich meinen ganzen Mut zusammennehme, könnten wir dann das Interview da fortsetzen, wo ihr eigentlich arbeitet? Wäre das möglich? Kein Problem. Jetzt geht es langsam runter. Gut. Nicht ganz so schnell, schön langsam, dass wir auf einer Höhe bleiben. Und also, da sind die ersten Fische. Herrlich. Mir hat es natürlich eigentlich jetzt die Sprache verschlagen. Für euch gibt es da keine Grenze. Wie hoch könnt ihr arbeiten? Ist da irgendwo ohne mal Limit. Schluss? Ohne Limit. Ohne Limit, ja. Das hätten wir also auch geklärt. Bleibt übrig, den Gewinner unserer 500-Euro-Prämie zu ermitteln. Wer mit einem Tipp oder einer Frage heute dabei war, hat die Chance. So, jetzt schauen wir, wer gewonnen hat und die 500 Euro noch für Weihnachtsgeschenke ausgeben kann. Oh, es sind gleich zwei Gewinner. Dr. Carsten Wagner und Karl Michael Rowen aus Elz zum Thema blind simultan Schach. Herzlichen Glückwunsch. Das Feuerwerk war heute etwas umfangreicher und nicht nur unseren Gewinnern gewidmet. Sondern allen Zuschauern, die uns seit knapp 40 Jahren die Treue gehalten haben. Unsere Mannschaft verabschiedet sich heute mit der 375. Folge von Außenseiter Spitzenreiter in großer Dankbarkeit. Eine neue Mannschaft wird die Sendung im nächsten Jahr fortführen. Und deshalb bleiben wir alle schön neugierig. Tschüss! Tschüss.